Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Warhammer Quest. Wir sind in Woody Woodpecker, yalla yalla. Und es erwartet uns hier die Quest politische Schwachstellen, empfohlen allerdings ab Level 3. Da wir noch nicht mit unserer Gesamttruppe auf Level 3 sind, werden wir nochmal ein Grind-Quest einschieben. Und ich wollte ja eigentlich gerne Champions Runenhelm holen, genau. Und das werden wir jetzt auch machen. So, weil wie ihr seht, sowohl Lacoy als auch Kurt sind noch auf Level 2. Da sollten wir noch ein bisschen nachsteuern. So, die Kerkerkundler werden von den wenigen Bürgern und einem dünnen Mitarbeiter in einem einsamen Gasthaus begrüßt. Der Gastwirt scheint ehrlich erfreut, neue Gesichter zu sehen und beginnt, nachdem die Getränke serviert sind, gern die Region zu loben, um offensichtlich zu einem wiederholten Besuch zu bewegen. Auf besonderes Interesse deines Trupps trifft die Geschichte über einen mächtigen Helm mit dem Namen Champions Runenhelm. Es wird erzählt, er befindet sich in einigen verlassenen Ruinen, die von den Bürgern gemieden werden. Fruchtbarer Boden für deine Schatzsucher. Dann werden wir auch genau das tun. Also, auf geht's. Na? Oh, oh! 7 Ork. Bogenschützen. Na, bravo. Okay. Ups. Sehr schön. Das hat's denn, ich wollte schon sagen. Sehr gut. Weiter so. Hey. Ach, da ist der Berserker-Modus wieder schiefgegangen. Sowas aber auch. Ja, dann kann sie noch nicht sehen, okay. Ja, aber ja. Ein wenig dem falschen Berserker-Modus verfallen. Und sie kann feuern, aber nicht mehr gehen. Okay, gut. Na bitte. Giftige Reißzähne. Ja, gut. Brauche gar nicht weiter zu gucken. Das ist ein Lagergegenstand. Da können wir davon ausgehen. Der wird verhökert. So. Jetzt erstmal geradeaus weiter. So. Ein Nachtgoblin-Boss und 5 Nachtgoblins. Okay. Oh, okay. Hallo. Blätter. So, mein Freund. Ein Schattenbolzenangriff. Der erstmal ein bisschen Wirkung gezeigt hat. Nicht schlecht. Na dann, auf geht's hier. Komm.
Sehr gut. Au! Hey! Macht euch mal locker hier. Okay, gut. Weil mein Zwerg braucht echt Hilfe. So, er ist hochgradig erzürnt. Das gefällt mir durchaus. Kommt auf 4 Angriffe. Das ist gar nicht so übel. Die haben wir jetzt erstmal gut genutzt. Sehr schön. Ein Geschicklichkeitstrank. Okay, auch nicht schlecht. Erstmal ins Lager schmeißen. Gucken wir uns später in aller Ruhe an. So, er hat immer noch ein wenig... viele Wunden. Da muss ich nochmal schauen. Okay, hier geht's weiter. Ich bin ja mal sehr gespannt. Die letzte Exkursion war ja durchaus ein wenig länger, weil wir in dem Dungeon einen eine falsche Abzweigung genommen haben. Ich bin mal sehr gespannt, ob es diesmal wieder so sein wird. Oder ob die Dungeons so jetzt im Allgemeinen mit zunehmendem Level größer werden. Was haben wir hier? Ein Nachtgoblin-Boss und 5 Goblins. Da geht es aber auch noch weiter. Okay. Kann ich nochmal angreifen? Tatsächlich. Sehr schön. Da kommt der Boss. Nur das sehe ich nicht so eng. So, der Berserker-Modus hat diesmal funktioniert. Sehr schön. Nochmal. Ach, Menno. Die beiden ziehen erstmal nach. Weil eigentlich möchte ich den ja jetzt natürlich gerne auch mit den beiden noch angreifen weiter. Sehr gut. Das dürfte ihm doch ein nicht unwesentliches Stückchen XP verschaffen. So, weiter im Text. Aha! Im Raum wartet ein Ork-Boss, das Monster entdeckt die Krieger, lauernd und bittet sie nach vorne. Sucht ihr danach, sagt er auf Champions Runenhelm deutend. Nun, lasst uns das zu Ende bringen, sagt das Biest, steht auf und zieht eine gewaltige Klinge. Ein Ork-Boss und 7 Ork-Bogenschützen? Uiuiui. Okay, dann gucken wir doch erstmal. Okay, wir haben nicht genug Energie für einen
weiteren Schattenbolzenangriff. Das ist schade. Aber die Orks sind geplättet. Sehr gut. So, komm schon. Ja, fein das. Rücken wir mit dem Zwerg auch vor. So. Und Kurt kommt auch schon mal mit nach vorn. So. Uiuiuiui. Okay, gut, jetzt müssen wir mal sehen. Also, du hast doch bestimmt, genau, komm, gib ihm den Proviant, und zwar ganz schnell. Was hast du noch? Hast du nur den Schlachttrunk? Aber wie sieht's mit dem Nebel aus? Nein, auch nicht. Uiuiui. Okay, hilft nix. So, und nochmal. Sehr gut, so, den Boss sind wir schon mal los. Und weiter. So. Da hinten sind noch drei Stück. Mal gucken. Sehr gut. Nur noch zwei Stück. Gut, verfehlt. Okay. Komm schon, Kurt. Na, lass mal kurz zuerst zuschlagen, was? Sehr gut. So, und Lakoi. Verdammt. So, folgen. Das sind halt eben auch noch so alles Level, die erinnern mich so ein bisschen an die ersten Dungeons bei Hero Quest seiner Zeit. In erster Linie grün heute. Ich bin mal Oh, oh. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. So, sie ist fixiert. Du brauchst jetzt auf jeden Fall erstmal... Genau. So, sie hat den Untergangsstreich und los. Das war alles. So, Kurt kann ihr schon mal helfen. Aber auch nicht dood. Okay. Oh oh. Oh, gut. Aje. Oh mein Gott, sie ist tot. Nicht gut. So, kann ich was herbeizaubern, mit dem ich sie wieder belebt bekomme? Ja! Gut gemacht. So, und du gehst jetzt ganz schnell, aber auch ganz schnell hier hin. Der steht erstmal da, safe. So. Dann sind wir los. Und jetzt musst du den hier platt machen. Sehr gut. Weil jetzt kann ich mir nicht im Zwerg nämlich auf den hier vorrücken. So. Gut. Der Spielzug war gut. Okay. Er macht auch mal einen taktischen Rückzug hier. Und wir holen unsere Krieger nach vorne.
Wobei ich glaube, es dürfte am sinnvollsten sein, nur den Barbaren gehen zu lassen. Oh oh. Ach, du ahnst es ja nicht. Ich kann gerade keinen heilen Nebel zaubern. Noch ein Angriff. Hat nichts gebracht. So. Der Vampirdiener ist da hinten. Eieieiei. Oh nein! Verdammt. Ich konnte dir nicht helfen. Ach du, ahnst es ja nicht. Was geht denn hier jetzt ab, mein Gott? Also eins steht schon mal fest. Wir werden definitiv nicht in den Dreier-Dungeon gehen. Ohne... Hast du vielleicht... Ah, er kann nichts nehmen, ne? Schande, aber auch. Ich werde jetzt sicherlich nicht auf den Vampir zustürmen. Gut, kümmert euch ruhig um den. Ja, prima. Sehr gut. Okay, drei gute Treffer gelandet. Hier geht's nicht so gut, wie ich das sehe. Bisher kann er sich sehr gut wehren. Den sind wir los. Obwohl doch, genau, komm, du ziehst dich mal weiter zurück. Die beiden tun sich sowieso sehr gütlich daran, ihn zu beschießen. Sobald er sich bewegt, trifft er nicht mehr. Das ist unglaublich. So. Besser. Ein Höllenherz können wir verkaufen. Kleine Feuerrolle, okay, die kann man vielleicht nochmal gebrauchen. Der Kampf der Krieger war erfolgreich, der Orkboss liegt tot zu Füßen eines Abenteurers, befreit vom Chef des Verlieses, nehmen die Krieger den Runenhelm als Preis entgegen. Sie entdecken auch einen kleinen gestohlenen Schatz. Jo. 80 Goldstücke. So, das ist doch nicht schlecht. So, die beiden kriegen natürlich nichts. Ah, das stört mich natürlich ganz massiv. Aha, wir haben eine neue Siedlung entdeckt, nämlich Worden. Okay. Ja, gehen wir doch auch gleich mal dahin. Mal schauen, was wir da Schönes haben. So schön mit so einem kleinen Türmchen und über Licht. So. Worden ist eine Stadt so ebenso arm wie die Provinz, in der ihr euch befindet. Zerfetzte Banner in Rot und Gelb, die Farben von Sirland hängen an den Gebäuden.
und die Soldaten, die die verfallenen Mauern bewachen, sind mit rostigen Klingen ausgerüstet. Mehr als einer schaut mit neidischen Blicken auf die Waffen deiner Truppe. Die Krieger werden alsbald von einem Herrn bemerkt, der zu feine Kleidung für einen Einwohner trägt. Er zieht seinen Federhut zum Gruß. Ebenfalls fremd hier, ja? Die sind kein zutrauliches Volk. Das macht sie zu scheußlichen Kunden, sagt er. Zeigt dabei gestikulierend auf die Dorfbewohner um sich. Ich war auf dem Weg nach Süden zu reicherer Ausbeute in Avaland. Ich schicke meine Warenkarawane voraus, aber die von mir als Wachen angeheuerten Briganten haben mich hintergangen und meine Güter gestohlen. Die haben sogar die Frechheit, mich nach einem Lösegeld in Gold zu fragen, damit ich meine Karawane zurückbekomme. Die Dummköpfe sind zu faul, die Waren selber zu verkaufen. Der Kaufmann zerklüllt ein Stück Papier in seinen Händen, anscheinend die Lösegeldforderung. Ich habe das Geld momentan nicht hier, aber ich möchte euch gerne eure Dienste nutzen. Wenn ihr meine Karawane findet und ihn in diese gottverlassene Stadt zurückbringt, belohne ich euch. Macht mit den Dieben, was ihr wollt. Schlagt denen meinetwegen die Schädel ein. Joa, Wächter zum Ausleihen. Na gut, schauen wir mal. Momentan nichts zu leveln. Der Helm war, glaube ich, für dich. Habe ich recht? Nein, war nicht, aber für den Zwerg. So. Zack. Erstmal weg das Ganze. So. Nicht schlecht. Dann kannst du nämlich nochmal hier... Nimmst du ein schönes Stück Fleisch. Ist immer fein. So, gucken wir mal. Kriegt ihr noch ein Verbandmaterial? Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast da das Fleisch. Okay. Er könnte auf jeden Fall noch gut was brauchen. So, ich muss sehen, dass ich die nach Möglichkeit schnell auf Stufe Blau Gegenstände bekomme, damit ich die ganzen grünen Sachen benutzen kann, um die, okay, Steinbrot, ja, kaufen wir mal, um die ganzen Geschichten hier, großes Meisterschwert, uiuiui. Nicht schlecht. Ja, um die halt eben mit Genesungsartikeln zu versehen. Aber, und das ist genau das Problem, dafür habe ich momentan noch nicht die Sachen. Das ist wirklich ein echtes Kreuz. So, schauen wir mal. Wir haben 1246. Ein Lehrlingsumhang für den grauen Zauberer. Um seine Zähigkeit um eine Stufe zu erhöhen. Lass mal eben gerade gucken. Wie sieht's denn aus? Du hast gerade Gornisch in der Richtung, ne? Nee. Okay. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und komm mal her. Du kriegst erstmal eine Machtkugel. Nehmen wir erstmal den Lehrlingsumhang. Gehen wir nicht zu wild voran. Wir müssen immerhin irgendwie nachher noch sehen, dass wir... So. Dass wir irgendwann auch nochmal die Jungs wieder eine Stufe nach oben bekommen. Gehen wir mal eine Runde beten. Die Götter hören nicht zu. Naja, dann eben nicht. Aber in erster Linie möchte ich eigentlich auch, dass ihr beiden... Ich glaube... Wir machen gar nicht erst weiter. So, Wächter zum Ausleihen empfohlen ist Level 3. Da sind wir noch nicht. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier in der Umgebung? Wir haben das Spaltbeil für den Barbaren. Schaden 5 bis 9. Das klingt nicht schlecht. Rettung der Dieb. Was? Okay. Viktor Brunswick töten, einen Untoten. Oder das Schild des Meisterhandwerkers für den Zwerg Eisenbrecher. Okay. Also in erster Linie eine doch sehr zwergisch angehauchte Geschichte. Ja, das wären, glaube ich, auch zwei Missionen, wo wir uns auf jeden Fall dann auf den Weg machen werden. Allerdings möchte ich doch nochmal nach Worden gehen, ist mir gerade aufgefallen. Denn ich habe was vergessen. Markt. Verkaufen. So, den... Erstmal weg. Die giftigen Reißzähne. Weg. Stärkung brauchen wir auf jeden Fall. Geschicklichkeit. Ja, okay. Auch den können wir noch brauchen.
So, die Feuerrolle und den schäbigen. Den tun wir auch weg. Nee, pass mal auf, komm hier. Alles, was nicht Heilung ist, verkaufen wir jetzt erstmal. Das ist eine Gesundungsrolle. Die Feuerrolle. So. Wir müssen wirklich sehen, dass wir dahin kommen, dass wir die dass wir die beiden Charaktere noch gelevelt bekommen. So, in diesem Sinne würde ich aber jetzt mal sagen, soll's das sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.